Volle Gänge und neue Gesichter. An der Hochschule Heilbronn hat das Wintersemester begonnen. Und das mit einem Rekord. Fast 1600 junge Leute starten in das erste Semester, so viele wie noch nie. Viele Erstsemester schätzen die wirtschaftsstarke Region und wollen praxisbezogen studieren. Also den Studiengang Internationale Betriebswirtschaft Osteuropa gibt es nur in Heilbronn. Und dass so was Einzigartiges ist, habe ich mich hierfür entschieden. Genauso wichtig wie das passende Studium ist der neue Wohnort. Die Erstsemester wollen in Heilbronn ankommen. Welchen Eindruck die Stadt auf die Neulinge macht? Die gefällt mir sehr gut. Also ist schön klein und nicht zu groß, aber große Städte sind ja auch in der Nähe. Weil es eine Weinstadt ist und weil es der beste Standort ist, meiner Meinung nach, für Weinbetriebswirtschaft. Heilbronn kenne ich nicht so gut, aber ich weiß, in Heilbronn gibt es die beste Eisdiele hier in der ganzen Umgebung. Ja, ich finde die Innenstadt ganz nett eigentlich. Und ja, am Neckar halt, ist schön, ja. Die Studierenden sind also richtig neugierig auf den Campus und auf ihr neues Umfeld. Und auch im Rathaus freut man sich über den Zuwachs. Also die Stadt versucht natürlich alles, um hier ein Studentenleben zu etablieren und den Hochschulen, nicht nur der Hochschule Heilbronn, auch diesen anderen Einrichtungen gute Ausgangssituationen zu bieten. Das Engagement der Stadt fruchtet. Am neuen Bildungscampus ist auch die duale Hochschule Baden-Württemberg mit 250 Studierenden vertreten. Das verändert vieles. Heilbronn wird für die jungen Menschen zum Lebensmittelpunkt. Um sie dabei zu unterstützen, hat sich die Stadt etwas ausgedacht. Wer hier seinen Hauptwohnsitz anmeldet, darf für 100 Euro einkaufen gehen. Neben dem Gutschein gibt es für die Neubürger entweder ein Semesterticket oder einen Gutschein für das Theater Heilbronn obendrauf. Warum spendiert die Stadt dieses Paket? Vielen Studenten fällt es schwer, rein emotional, den Hauptwohnsitz bei den Eltern zu löschen und den Hauptwohnsitz am Studienort zu machen und einfach um da ein bisschen Anreiz zu bieten, genauer drüber nachzudenken, aber einfach um diese Hürde im Gedankengut der Studenten ein bisschen abzubauen, dafür ist es ganz geschickt. Ihr seid willkommen. Das betont Jürgen Schröder bei der Begrüßung der Erstsemester in der Aula. Der Rektor der Hochschule Heilbronn freut sich über den Andrang und schaut optimistisch in die Zukunft. Die ersten Studierenden beziehen in diesen Tagen den neuen Standort am Europaplatz. Also die vergangenen Jahre hat sich sehr, sehr viel getan in Verbindung zur Wirtschaft. Unser Volumen, wenn Sie so wollen, was wir an Drittmitteln einwerben, in Projekten, in Forschungsaufträgen, die wir an der Hochschule machen, hat sich sprunghaft gesteigert. Rathaus, Ehrenhalle, Kilianskirche. Und was hat es mit der Kätchenfigur auf sich? Beim Stadtrundgang werfen die Erstsemester einen Blick auf ihre neue Heimat. Erfahrene Stadtführer beantworten ihre Fragen und haben die eine oder andere spannende Geschichte parat. Im Anschluss geht es ins Rathaus. Platz nehmen, wo sonst die Stadträte sitzen. Bei der Begrüßung durch die erste Bürgermeisterin Margarete Krug ist Zeit, die Eindrücke sacken zu lassen. Die Stadt denkt derweil schon an die Zukunft der Neuankömmlinge. Ich denke, für viele Studiengänge sind wir sehr attraktiv, weil vor allem die Wirtschaftswissenschaften oder die unternehmensnahen Studiengänge, die brauchen natürlich auch Firmen für ihre Praxissemester, für ihre Bachelorarbeiten. Und die können hier schon sehr gute Kontakte knüpfen ab dem ersten Semester und vielleicht später hier auch ihren Arbeitgeber finden.